Meine sehr verehrten Damen und Herren, könnt ihr mich ernst nehmen mit den Haaren? Ich mich auf jeden Fall nicht. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Es ist der Double Upload, okay? Wir haben heute an einem Tag 2 Videos hochgeladen und vielen, vielen Dank für euren Support. Ich sag's euch so, wie es ist geisteskrank. Lasst für diese Folge ein Däumchen nach oben da. Vor allem, wenn ihr sagt, Bruder, Mr. Tobacco, ich feiere solche Videos. Das ist, wie gesagt, nicht zur Unterhaltung, zumindest nicht 100%, sondern es geht um Trading, es geht um den Markt, es geht um die neuen Karten, Road to the Final. Es kommt noch ein zweites Team raus, schmettert da einfach mal rum. Und falls jemand noch nicht diesen Kanal abonniert hat, Leute, Ragazzi, wir sind auf dem Weg zu 300.000 Abonnenten. Jeder einzelne Supporter da draußen zählt. Mashallah, wenn ihr gönnt, dann gönnt ihr. Wenn nicht gönnt, dann, ja, dann halt nicht. Okay, Ladies and Gentlemen, ich habe Bock auf dieses Video. Ich bin geistig motiviert, ihr seht's. By the way, nehme ich das gerade allerdings am Sonntag auf. Sprich, ich bin gerade noch mitten in der Weekend League. Ich bin ein bisschen ausgerastet. Und in diesem Video reden wir darüber, Road to the Final. Was kann man tun? In was kann man investieren? Wann verkaufen? Wie wird sich das alles verhalten? Wer ist potenziell ein Kandidat, der weiterkommt? Und so weiter und so fort. Wir besprechen alles rund um dieses Event. Es ist Gold wert für euch vielleicht, diese Information. Okay, vorab, ihr seht jetzt erstmal Rebic seine Europa League Karte. Und ihr denkt euch, hä, Europa League Karte? Kann sein, wo ich das Video jetzt schon hochlade, dass die Europa League Karten rausgekommen sind. Aber sie werden auf jeden Fall kommen. Und ich denke, am Montag um 19 Uhr. Sprich, wir werden nochmal neuen Content bekommen. Und das sind auch Road to the Final Karten. Die sind Live-Items. Falls sie auch mit ihrer Mannschaft weiterkommen, ihr kennt ja den ganzen Hasen, dann sind sie eine Runde weiter und dann bekommen sie noch ein Upgrade. Genauso wie bei der Champions League. Wer es immer noch nicht verstanden hat, es geht nicht darum, dass der Spieler an sich performt, sondern um die Teamleistung. Nur wie weit sie kommen, desto weiter wird auch die Karte geupgradet. Und ein Rebic würde bei einem 82er Rating starten, dann kommt er eine Runde weiter und bekommt dieses Upgrade. Und zwar 84, Freunde. Muss ich also das jetzt bevorwurde, das wäre auf jeden Fall lecker. Schreibt gerne in die Kommentare, ihr kennt die Europa League Mannschaften, welche Karte würdet ihr euch irgendwo wünschen? Davon gibt es nicht ganz so viele wie von der Champions League. Letztes Jahr waren es 3 Stück, kann ich euch gleich zeigen. Aber generell wird da nochmal ein Bonus-Content kommen. Und wieder bedeutet das für uns, es gibt Möglichkeiten zu investieren. Und das ist 1 plus mit Sternchen. Ich freue mich drauf. Und jetzt möchte ich euch noch das letzte Upgrade zeigen von Ante. Und das wäre ein, was heißt letztes, sondern das nächste Upgrade. Und es wäre eine 86er Karte. Da müsste er nur quasi erstmal die Gruppenphase bestehen, dann sind sie in Round of 32, dann da auch weiterkommen und dann Round of 16 auch weiterkommen. Das ist schon sehr, sehr wahrscheinlich bei AC und ich kann mir gut vorstellen, dass ein AC-Mainland-Spieler kommt. Es wäre auf jeden Fall verdient. Jetzt seht ihr 82er Renato Sanchez und ihr denkt euch, hey Bruder, Mr. Tobacco, der hat doch schon ein 82er Inform-Rating. Es ist ja auch so bei Rashford gewesen, die Inform-Ratings, also die gehen da quasi nicht nochmal eins hoch, sondern die starten auch bei 82, um es kurz und knackig zu sagen. Lille hat einfach mal AC Mailand 3-0 abgeschossen. Yazici heißt er, glaube ich, der Türke. Hat auf jeden Fall gut Gas gegeben, hat brutal gespielt. Ich denke, das wäre auch so eine potenzielle Mannschaft, die einen, ja, Spezialkarte-Item bekommen könnte, man. Und seid ehrlich, Leute, Renato Sanchez, das wäre der allergrößte Traum, Mann. Und jetzt gehen wir mal zum Upgrade auf 84. Lasst euch ganz kurz die Karte auf euch wirken. Und dann ein Upgrade weiter nur 86. Muchas gracias. Das würde jeden Hullet, ich wollte sagen Hullet. Das würde jeden Vogel abschießen. Und Freunde, Hullet sieht neben den aus wie ein alter Rentner. Ich sag's euch so, wie es ist. Das also nur kurz dafür, damit ihr wisst, okay, es kommt also auch noch Europa League Karten auf uns zu. Und am Freitag gibt es ein Team Nummer 2. Morgen, by the way, Marktanalyse, müsst ihr abchecken. Da reden wir auch noch über das Team 2. Plus über alles andere, was Trading angeht, außerhalb von den Champions League Karten. Ihr seht im Hintergrund die Champions League Karten. Und eine Sache muss ich vorab schon mal sagen. Das ganze Trading, was man hiermit machen kann, das werden wir jetzt alles Step by Step durchgehen. Ich hoffe, ihr könnt da so viele Informationen, wie es nur möglich ist, rausziehen. Eines vorab. Es gibt eine Variante, die könnte sehr, sehr effektiv sein. Aber Bruder, das ist wie, wie soll ich sagen, ähnlich wie Tipico sozusagen. Also du wettest auf eine Mannschaft. In dem Fall setzt du auf einen Spieler. Du gehst mit ihm rein und du hoffst, er gewinnt. Nur du hast kein Real-Life-Geld, sondern du hast Spielmünzen drin. Aber im Endeffekt ist es ziemlich ähnlich. Aber es gibt auch natürlich wie immer Varianten, wo man im Hype verkauft und das wird sehr interessant. Jetzt möchte ich aber vorab mal schauen, welche Mannschaften gibt es. Es werden natürlich weitere Mannschaften auch noch kommen. Zum Beispiel Paris seht ihr gar nicht hier drin. Da gibt es noch die ein oder andere Karte von Paris, die sicherlich am Freitag kommen wird. Plus, es könnte sein, dass Bayern beispielsweise 2 Spiele am Ende kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt, Leute, schauen wir uns mal kurz die Champions League-Tabelle an und den Spielplan und so weiter und so fort. So, Leute, ihr könnt im Hintergrund sehen, das ist die offizielle Tabelle der UEFA Champions League. Wir können erkennen, FC Bayern München, die sind auf jeden Fall ganz, ganz oben am Start. Die werden 100% weiterkommen. Das bedeutet, Alphonso Davies trägt übrigens jetzt schon den Preis für seinen Upgrade. Was ihr euch jetzt schon mal hinter die Ohren schreiben müsst. Es ist so wie bei den Once-to-Watch-Karten, es ist immer so. Ganz, ganz wichtig jetzt. Immer, wenn ein Spieler sein Upgrade dann bekommt von EA
Baseballs. Nachdem er eben dann weitergekommen ist in der Gruppenphase, dann werden alle Spieler die Karte auf den Transfermarkt hauen, weil sie denken, er wird steigen. Aber Leute, dann ist der Zug schon längst abgefahren. Der beste Verkaufszeitpunkt ist immer im Hype, bevor er das Upgrade bekommt. Merkt euch das, das ist bei den Once-to-Watch-Karten so. Die 100% in meinem Once-to-Watch, also die 100% in meinem Upgrade bekommen, die werden dann plötzlich draufkommen auf den Markt und die sinken brutal. Das ist ganz wichtig. An Alfonso wird kurz bevor sein Upgrade überhaupt kommt, wird er schon am Maximum sein und danach bekommt er sein Upgrade und er geht runter. Ich denke, in dieser Gruppe, also auf jeden Fall Atletico Madrid weiter, FC Bayern München. Und jetzt haben wir noch eine interessante Sache. Da springe ich ganz kurz nochmal rüber zum Gameplay. Ihr kennt ja Klostermanns Road to the Final Karte. Ihr seht jetzt im Hintergrund gerade so eine Europa League Karte, wie sie aussehen würde, wenn Leipzig den dritten Platz erreicht. Das müsst ihr auch wissen. Falls sie in der Champions League nicht weiterkommt, also RB Leipzig, dann wäre das sogar gar nicht so verkehrt für seine Europa League Live Karte, weil der wird dann transferiert. Was habe ich gerade gesagt? Der wird transformiert von Champions League zu Europa League. Nur Platz Nummer 3, weil er spielt dann im anderen Wettbewerb weiter. Und dann hat er ja viel bessere Chancen, viel bessere Karten, dort noch weiterzukommen. Das wird später, wenn wir über den Markt reden, über Investitionen und so, noch einen großen Einfluss spielen, ob man sich die Karten kaufen soll und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich euch noch kurz mal die Upgrades zeigen. Klostermann würde auf 85 gehen, danach auf 86, dann auf 87, immer weiter hoch. Werde auf jeden Fall ein nicer Spieler. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob Lokomotive oder Salzburg was kommt, bin ich mir unsicher. Dann haben wir Borussia Mönchengladbach. Da muss eigentlich eine Karte kommen noch, weil bis jetzt haben wir Zakaria, vielleicht so ein Thuram oder so. Wobei Team of the Group Stage wird auch noch bekommen. Und wir haben Shakhtar Donetsk als auch Real Madrid Inter Mailand. Da denke ich eigentlich, Real Madrid als auch Inter Mailand würden weiterkommen. Aber hey, gerade eben sieht es so aus, als würde sich Gladbach auf jeden Fall durchsetzen. Wir sind gespannt. Es wird auch einen riesen Einfluss nehmen, Leute, auf Zakarias Karte. Und da seht ihr, was ich meine. Das ist ein bisschen so ein Glücksspiel sozusagen, die Karte mitzunehmen und dann zu hoffen, da kommt weiter. City, auf jeden Fall weiter. Porto, denke ich auch. Olympiakos, wird schwierig. Ich glaube, Marseille schafft es sogar am Ende des Tages in die Europa League, aber das ist natürlich auch abzuwarten. Liverpool, Ajax sind die Favoriten, aber Atalanta will ich nicht abschreiben. Da ist ja noch alles offen. Letztes Jahr übrigens Atalanta. Seid ehrlich, Gomez, jeder kann sich von euch erinnern, die sind plötzlich weitergekommen. Dann haben wir Chelsea, Sevilla. Ja, Digga, die sind ja schon durch. Bruder, das ist ganz interessant. Koundé wird somit auf jeden Fall sein erstes Upgrade schon mal bekommen. Weil die stehen ja schon mit einem Bein im Achtelfinale. Aber dann im Achtelfinale, glaube ich, schon Sense. Dortmund, 1 plus mit Sternchen. Lazio, okay. Und dann haben wir noch Barca, Juve. Die sind auch safe weiter. Und diese Gruppe H ist dieses andere interessant. Wir haben Man U, Leipzig auf den zweiten Platz, Paris auf den dritten Platz. Wir werden am Freitag hundertprozentig eine Paris-Karte sehen. Die wird auch bestimmt nice. Aber Leipzig hat natürlich gute Karten weiterzukommen. Wenn sie am Ende Dritter werden, hey, umso besser vielleicht für Klostermann. Natürlich wird er erstmal beeinflusst, aber darüber reden wir jetzt. Erstmal so eine kleine Übersicht. Im Hintergrund seht ihr die Karten, die letztes Jahr gekommen sind aus der Europa League. Einfach um euch einen kleinen Einblick zu verschaffen. Und jetzt geht es darum, Leute, was einkaufen, wann einkaufen und so weiter und so fort. Ignoriert die Werbung, die links und rechts ist, dafür kann ich nichts. Wir sind gerade auf Footbin, weil ich finde, dass es einfach schön, um euch ganz mal kurz zu erklären. Also, was schon mal wichtig ist, ihr müsst am besten die Preise ein bisschen lernen. Ich habe im SBB Davis benutzt, den habe ich für 550k gekauft, der ist jetzt bei 600k. Zur ersten Frage, wann werden die Spieler am besten sein, sie zu kaufen? Ich glaube, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es entweder Mittwochabend ein sehr, sehr guter Zeitpunkt sein wird. Das ist eigentlich 100%. Weil erstens, da kommt das neue Team of the Week, sprich, es werden wieder Packs gezogen. Und die Leute haben wieder so ein bisschen Kribbeln im Bauch und haben Angst. Ah, warte mal, da kommt am Donnerstag die Weekend League Rewards, sprich, ich verkaufe jetzt lieber die Spieler. Das ist also schon mal ein wichtiger Zeitpunkt. Aber was noch ein bisschen besser sein kann, aber da hat nicht jeder von euch Zeit, das verstehe ich auch, ist ungefähr so 7 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, kurz bevor die Rewards rauskommen. Das ist immer ein 1 plus mit Sternchen. Da sind natürlich wieder viele Leute arbeiten. Aber wiederum, ihr müsst euch in den Kopf eines Casual-Spielers versetzen. Die denken, warte mal, gleich kommen die Rewards, sprich, ich sollte jetzt vielleicht am besten verkaufen. Weil nicht, dass sie dann durch die 100 Capex alle sinken. Aber im Endeffekt ist es ein kleines anderes Spiel. Es kann sein, dass in den ersten Sekunden oder ersten Minuten von den Rewards auch noch gut so ist. Aber danach sind so viele Münzen wieder im Markt, so viele Münzen im Umlauf. Sprich, die Leute haben wieder Coins, um sich Spiele einzukaufen. Und die sehen ja eine Blade, die wissen, da ist ein neues Event und die werden diese Spiele einkaufen. Da wird es also eine hohe Nachfrage geben. Und Angebot, keine Ahnung, die sind wahrscheinlich schon nicht so häufig zu ziehen. Was ich euch jetzt schon mal sagen kann, da könnt ihr jetzt gut zuhören, und zwar sind die Preise. Ich habe die alle die ganze Zeit beobachtet. Ein Perisic war immer so ungefähr bei 50k, das ist sein Preis, aktuell bei 52k. Ein Tyson war sogar schon bei 70k die ganze Zeit, jetzt hat er sich so Richtung 60k bewegt. Ja, Mohamed Salah finde ich bei 1,6 Millionen immer noch ein bisschen zu teuer.
Der wird aber, Leute, wie gesagt, denke ich, noch ein kleines Stückchen billiger. Genauso wie alle anderen Kandidaten im besten Fall. Aber Salah war bei 1,8 sogar, jetzt 1,6. Da muss man sich auch mal dran orientieren. Muriel bei 70.000 Münzen gewesen. Dann haben wir noch Klostermann, die ganze Zeit so bei 400 bis 430, 440k. Zakaria, beispielsweise gut gesunken. Der ist bei 220k aktuell. Aber war auch schon bei 270k, so in den Dreh, 260k, 250. Also hat er gerade aktuell sogar einen echt recht stabilen Preis. Griezmann, in meinen Augen ein bisschen auch zu overpriced. Barca natürlich im Hype, Franzose im Hype. Das ist immer das Gleiche, vor allem gut linkbar, mit einem Dembélé oder sowas. Aber wiederum, Bruder, also niemals 700.000 Münzen mehr. Bei aller Liebe. Und ob Barcelona überhaupt dieses Jahr so weit kommt, weiß ich nicht. Gruppenphase überstehen sie, da hat er 89er-Rating. Und dann muss man erstmal gucken, wer dann im Achtelfinale kommt. Rashford ist ständig eigentlich, Leute, bei 1,1.6 oder so. Und jetzt sogar unter 1,1. Morgen werden wir noch über den Black Friday reden. Das ist keine Frage. Am 27. ist Black Friday. Da wird es eine fette Promo auch von EA Sports geben. Und diese Champions League Karten, die wurden letztes Jahr zumindest nicht so stark betroffen von den ganzen Sell-Off und was weiß ich was. Weil je näher wir zu Black Friday kommen, desto näher kommen wir auch zu den Champions League Spielen. Die seht ihr im Hintergrund, sind am 24.11. der nächste Spieltag. Chelsea gegen Rennes, Manchester United gegen Istanbul. Und natürlich ist auch die Karte abhängig vom Spiel. Wenn ManU gegen Istanbul gewinnt, Leute, dann wird Rashford während dem Spiel wieder einen guten Boost bekommen. Und das ist auch das, was ich meinte. Falls ihr euch, sagen wir mal jetzt am Donnerstag ganz in der Früh, euch einen Rashford holt oder meinetwegen dann zum Weekly Sell-Off, sprich am Sonntag oder Samstagabend, dann werdet ihr merken, je näher wir zu diesem 24.11. kommen, desto mehr wird auch Rashford langsam ansteigen. Und dann könnt ihr theoretisch schon im Hype den Spieler verkaufen und ihr werdet ziemlich sicher schon gute Münzen Gewinn machen. Das ist Option 1. Das geht jetzt übrigens nicht für Rashford, es gibt ja auch billigere Varianten. Am Freitag kommt, wie gesagt, eh noch ein zweites Team. Das gleiche gilt für die Europa League-Spieler, die rauskommen. Aber es ist eigentlich eine sichere Nummer, die günstig einzukaufen und dann abzuwarten, wann geht das Spiel los und dann einfach vor dem Spiel zu verkaufen. Das ist wirklich für die Leute, die sagen, Bruder, ich will Münzen, aber nicht zu viele, sondern einfach so, dass der Mann ist. Und FC Bayern München spielen gegen Salzburg in München. Und gehen wir mal davon aus, die gewinnen, dann haben sie jedes Spiel gewonnen. Natürlich, Davis geht dann noch ein Stückchen hoch, weil man weiß, okay, die sind Erster. Die werden gegen den Zweiten spielen, aus einer anderen Gruppe im Achtelfinale. Das wird wieder den Preis ein bisschen boosten. Und Inter Mailand, sehr interessant, die spielen gegen Real Madrid. Und ihr wisst ja, Perisic ist ja am Start, kostet 50k. Und falls sie das Spiel verlieren sollten, was echt gut passieren kann gegen Real Madrid, dann haben sie mittlerweile noch echt ganz, ganz geringe Chancen weiterzukommen mit 2 Punkten. Und auf sowas müsst ihr schauen. Für mich also so die heißen Favoriten. Ich muss noch schauen, gegen wen spielt Atletico. Die müssen gegen Lokomotive Moskau ran. Oblak ist für mich ein ganz, ganz guter Mann, den man investieren könnte. Mohamed Salah, die spielen gegen Atalanta. Ich denke, da wird Liverpool auf jeden Fall die Nase vorne haben. Barcelona gegen Dynamo Kiew, auch ganz gut dabei. Und je schwächer der Gegner ist, desto mehr wird die Karte auch steigen, allein schon im Hype. Zakaria mit Gladbach gegen Shakhtar. Aber sie spielen in Gladbach. Und das ist schon mal auch ein gutes Zeichen. Ich glaube, Leute, die werden weiterkommen. Und Zakaria wird dadurch auch ein sehr, sehr gutes Preis-Upgrade bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Perisic dagegen, so ein kleiner Verlierer, denke ich. Allerdings, Spieler, die unterschätzt sind, wie ein Perisic, mit denen könnt ihr in-game reingehen, sprich bis zum Spiel und dann einfach warten, wie sie performen. Falls Inter Mailand gewinnt gegen Real in Madrid, das kann natürlich auch passieren, dann wird er einen guten Boom bekommen. Und dann macht man pro Karte mal 20, 30, 40k Gewinn, das ist geistes. Ihr müsst natürlich für euch selbst entscheiden, in welche Spieler könnte man investieren. Ich sage euch so meine Favoriten, FC Bayern München. Die Spieler zu Hause einfach mal gegen Salzburg, die werden mit Sicherheit gewinnen. Davis ist auf jeden Fall ein Top-Kandidat. Bei Leipzig wäre ich vorsichtig, die spielen in Paris und Paris muss gewinnen. Aus dem Grund sehe ich so Leipzig vielleicht verlieren, wenn es passiert, dann wird er runterkrachen. Aber dann wieder ein guter Zeitpunkt einzukaufen. Und Tyson, Shakhtar, ich glaube, da wird es nicht reichen. Muriel gegen Liverpool auch ganz schwierig. Und Marseille, die sind eine Wundertüte, da kann alles passieren gegen Porto. Mal schauen. Interessant wird es erst richtig, Leute, wenn noch mehr Karten da sind, dann kann man noch viel mehr reingehen. Aber generell feiere ich das Event brutal. Man kann da wirklich sehr, sehr gut einkaufen. Ich werde das persönlich auch tun. Ich glaube, ich bin so ein kleiner Fan auf jeden Fall von Oblak, Zakaria, Davis und so. Das wird schon sehr, sehr interessant. Und Mohamed Salah. Und by the way, wenn wir uns langsam so dem Ende der Gruppenphase nähern, da wird sich auch herauskristallisieren, wer wird nicht weiterkommen, wer wird vielleicht dritter Platz. Und da kann ich euch auch sagen, sagen wir mal zum Beispiel ein Perisic mit Inter Mailand wird dritter Platz. Da könnte man sich wirklich seine Karte kaufen. Jeder wird ihn auf dem Markt stellen und denken, oh Bruder, was ist denn da passiert? Wieso bist du so schlecht, Ivane? Oder warum performt deine Mannschaft nicht? Und dann ist es, Leute, Zeit einzukaufen, weil wir kaufen immer dann ein, wenn alle verkaufen. Und wir verkaufen am besten, wenn alle einkaufen. Versteht ihr, was ich meine? Ich werde in dieses Event auf jeden Fall einiges an Münzen stecken. Ich habe vor allem Bock auf diesen Kick während den Spielen, weil schon dieses... Du gehst da rein mit Münzen live und hoffst einfach, dass deine Mannschaft gewinnt. Das wird nice. Ich hoffe, es kommen coole Europa League Karten. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Wie die Preisverläufe sind, wenn die mal dann treffen oder wenn die Mannschaft in Führung ist, das ist einzigartig. Dann kannst du während dem Spiel verkaufen. Du kannst sogar während dem Spiel einkaufen. Falls deine Mannschaft hinten liegt und denkst, okay,
Gladbach macht das aber noch, dann kaufst du ihn ein, Bruder, der wird plötzlich 100k billiger sein, dann trifft Gladbach wieder und dann ist er wieder 100k teurer. Das wird nice. Dennoch sehen wir uns, Leute, dann morgen zur Marktanalyse. Da gibt es dann viel spezifischere Tipps noch. Vor allem, es steht noch einiges an im Monat November. Da versuche ich euch auch auf Vordermann zu bringen. Ich zeige euch, was ich noch einkaufen werde. Ihr seht, wir haben 10 Millionen Münzen, wir machen noch einiges. Und Ladies and Gentlemen, haut's rein, bis morgen, euer Tabak und ciao.